Folge Nummer 6 unseres Vlogs und heute haben wir ein Special für euch. Wir waren auf einem Kurzfilmdreh für Marvin, ein ehemaliger Praktikant von uns. Wir haben ein bisschen drüber geschaut und haben Licht gesetzt und haben die Jungs mitgenommen und ein schönes Wochenende verbracht. Ein feuchtfröhliches Wochenende. Ein feuchtfröhliches. Nur am Bremsen die ganze Zeit. Ja, ich habe im Bildschirm angefangen, dass ich hinter der Kamera stehe. Jetzt stehe ich vor der Kamera. Wo sind wir denn? Wir sind in Ansbach. In Ansbach, genau. Das war, da habe ich studiert mal. Ja. Wir haben heute, wir uns eben mit den Mucklern getroffen, weil wir jetzt einen Kurzfilm drehen die nächsten beiden Tage. Und hier hinter mir ist das Studentenwohnheim. Und jetzt beladen wir erstmal die Autos mit dem ganzen Equipment. Findest du? Also ich finde das gar nicht nah. Ich finde das eigentlich ganz cool. Gut! Im Leben, kleiner Peter. Ihr seid hängen geblieben. Hallo. Alles gut bei euch? Gut. Guck mal, ich bin der Oberbeleuchter. Weißt du, woran man das sieht? Weil ich ein weißes Shirt habe. Ja, das sieht und so aus, als ob... Schwarz, ja. ihr seid alle mein... Ja. Hi, grüß dich, Julian. So, wie ihr seht, ist gerade der Hauptdarsteller gekommen. Und ja, wir bauen so ein bisschen Licht auf. Wir haben, ja, du willst auch was sagen, ja, sag mal. Und zwar haben wir hier eine Dispo. Ja. Weißt du, ob man das erkennt? Zu groß geschrieben alles. Marvin. Genau, und ja, wir haben jetzt die Herausforderung, diesen Raum, den lichtdurchfluteten Raum mit 1, 2, 3 Scheiben abzudunkeln. Und wir haben jetzt nicht so viel Molton, aber ich denke mal, wir kriegen das hin. Was wir euch zeigen wollten, so ein bisschen mal das Gruselhaus, wo wir jetzt gerade drehen. Wir drehen nämlich einen Horrorfilm, einen Splatter, wo ganz viel Blut zu sehen ist, wo Blut spritzen wird, wo Köpfe wegrollen werden. Genau, und das findet hinter uns statt. Nee, es war natürlich ein Spaß. Das ist dieses Haus, wir drehen hier keinen Horrorfilm. Aber der Marvin hat das ganz gut gescoutet, würde ich sagen. Mega. Oh, jetzt wird's unheimlich. Dum, 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 dum. Oh, geil, Alter. Mega, belichtet das alles noch. Guck mal, du, was du hier für Sets hast, für unterschiedliche. Boah, mega, ey. Blair Witch Project. Blair Witch Project. Louis hat seine Berufung wiedergefunden. Tor. Ja. Und was musst du jetzt angeln? Backfisch. Ja, wie findest du denn das Programm heute? Sehr inspirierend. Inspirierend, ja. Ich habe sowas auch schon lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen. Ach! Er hat gerade einen kompletten Becher Kaffee in mein Auto geschmissen. Dafür kriegt er jetzt... Au! Zum Glück habe ich diesen Floppy dabei. Hör auf, wir müssen rein. Hör doch mal auf, Mann. Julian, was ist, weißt du, was passiert ist? Nein, was denn? Hör doch mal nix. Hey, Julian, du musst ganz schnell kommen. Du musst ganz schnell kommen. Oh, was ist denn? Weißt du nicht, was passiert ist? Nee, mein Kofferraum ist auf. Ach so. Nee, dann geh zu deinem Kofferraum. Willst du mich verarschen oder nein, was? Wie bist du eigentlich? Los, geh. Hör auf mit dem Scheiß. Oh. Julius, mach mal. Nein! Komm! Ah! Feste! Oh, nee, langsam ist noch besser. Jawoll! Zeig mal. Es ist ein bisschen rot, aber geht schon. 1, 2, guck mal, das sieht jemand. Warum kommt ihr zu spät? Wir sind jetzt im Wald und drehen noch die letzten paar Szenen für heute, bis das Licht weg ist. Der Bauch. Ganz schön anstrengend, die Scheiße. Alter, was für Drogen bist du, Alter? Ich will's gar nicht wissen. Wo
Ich weiß, okay. Entweder Stock oder Faust. Aber ich muss die Hose nicht runterlassen. Stock oder Faust? Faust. Nein, Stock. Du kriegst eine, das weißt du. Okay, Faust. Warte. Okay, warte. Hey, Jungs hier. Geil, dass ihr dabei seid. Heftig. Wo ist Julian? Soll ich mal Beat machen? Sali muss spielen. Ja. Sali ist nicht ausgelastet. Hat nichts zu tun. Der ist ja einfach nur da, um da zu sein. Hm? 40 Euro. Für? Buffalo! Oh, Julian! Oh, er hat ein Video bereist. Okay. Ich schaff das nicht. Doch, musst du aber. Ich kann das nicht. Ich kann so nicht arbeiten, ey. Ich muss schon wieder saugen. Weil sie so ein scheiß Spiel spielen, was ich jetzt mal vergesse, wenn wir das überhaupt spielen. Das nennt sich Buffalo. Und jedes Mal, wenn man die Bierflasche in der rechten Hand hat und der andere sieht, dann sagt der Buffalo und dann muss man es auf Ex weghauen. Also. Los, hau rein. Oh, er hat tatsächlich gepackt, Junge. Sehr gut. Erwischen wir nochmal. One hour later. Ja, wir haben mal gewohnt. Und der Julian hat ganz viel zu erzählen. Ansbach ist eine schöne kleine Stadt, ungefähr 25.000 Einwohner, hat zwei Kirchen und ist sehr erzkonservativ. Das ist genauso. Alles okay. Ja. Da habe ich gewohnt, 3,5 Jahre lang, als ich hier studiert habe. Das rote Auto da? Ja, welches? Ein GT 86. Halleluja! Das kann ja nicht, das war früher mal ein Burger King hier. Also ein Burgerladen war das mal. Der hieß. Ja. Wir haben ganz viele Fans. Also ich habe so 500. Nee, es geht 10.000, haben wir. Seid ihr Ansbacher? Nein. Aber woher kommt ihr? Nein, machen wir nicht. Aber kannst du mal bitte sagen, wie du heißt? Das Beep! Wie heißt du denn eigentlich im Spiel jetzt? Hochgift. Hochgift, oh, was ist das denn? Wer hat denn das entschieden? Ich weiß es nicht, aber ich bin auf jeden Fall Despi, Sali ist Ephes und Julius ist, was bist du? Corona, genau. Aber du musst dazu sagen, du musst wirklich im Vlog extra betonen, dass ich keinen Alkohol trinke. Er hat wirklich noch keinen einzigen Schluck getrunken und deswegen wird er wahrscheinlich heute auch gewinnen, weil er einfach nichts getrunken hat. Es ist eine Premiere, weil wir sehen heute zum ersten Mal Luis beim Abwurf. Ich habe ja schon seit 4 Jahren nicht mehr gespielt. Ja, ist ja gut. Ja, damals in Arabien lief das ein bisschen anders, ne? Ja, ich glaube, wir müssen mehr Alkohol konsumieren. So. Saufen! Okay. Oh, der ist gut. Nein, oder? Hat er wirklich alle umgehauen? Was? Guter Anlauf und los. Oh, der. Ah, der ist angedreht. Ich habe mal Glück, weiß nicht, was er ist ein schöner Drive von der ist genau in der Mitte und er geht direkt ins. Ja. Zeig, was du kannst. Man erkennt das doch gar nicht. Oh. Leute, es ist etwas Unerwartetes passiert. Und zwar, Luis war die ganze Zeit vorne auf und jetzt haben wir einen Punktestand von 108 zu 108 und Sali Oster führt. Ich weiß nicht, wie dieser kleine Tücke das gemacht hat, aber er führt. Ich trinke tatsächlich Ginger Ale, weil es, ich betone das nochmal, es ist Fastenzeit. Nicht mal anstoßen darf. Nein, anstoßen will ich auch nicht. Ginger Ale. Die Maus ist wieder da. So, und ich übernehme jetzt mal. Und zwar sind wir jetzt gerade beim zweiten Drehtag und direkt in Action. Was machen wir denn heute, Sali? Wir sind heute beim zweiten Drehtag und zwar sind wir beide gleich um 13 Uhr weg, weil wir noch auf einen anderen Job müssen. Aber? Und der Rest macht hier weiter. Genau. Und was machen wir in dieser Szene? In dieser wir Szene? Wir fangen den Hauptdarsteller auf, den Michael, der uns vertraut. Ich würde uns nicht vertrauen. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ja. Boah. Starkes Ding. Ja. Set und bitte. Immer auf den Job, egal wo. Niemals. Also nicht mal das Wort, oder? Nein, nicht gar nicht. Nein. Konzentration. Wenigstens jetzt können sie sich zusammenreißen. Ach, ja. So, wir unterstützen jetzt unsere Firma in Bayern.
Abgedreht? Ja. Und?